Okay, es ist 6 Uhr am Morgen und wir stehen am Cape Tribulation, mitten im Urwald. Wir haben gestern noch die grossartige Idee gehabt, als wir in Cairns waren, ja, komm, wir fahren noch weiter. 2,5 Stunden Richtung Cape Tribulation, mitten in den Urwald. Und jetzt stehen wir hier. Um 7 Uhr am Morgen. Und haben gefunden, wenn wir gerade hier sind, gehen wir doch gerade ans Great Barrier Reef mit einer Tour. Ob wir da jetzt mitgehen können, das stellt sich jetzt noch raus. Wir probieren das Boot am 8. jetzt gerade noch zu catchen. Mal schauen, ob es funktioniert. So, jetzt sind wir auf dem Boot und gehen schnorcheln im Great Barrier Reef. Wir haben uns festlich dazu gekleidet mit einem Tauchanzug. Perfekt ausgerüstet. Ich würde sagen, wir gehen ins Wasser. Einerseits Nemos suchen, Clownfisch. Und Turtles. Und hoffentlich sind wir Turtles. Das wäre eigentlich der Höhepunkt, oder? Ja. Was für ein perfektes Outfit. Damit ihr nichts verpasst, schmeiße ich euch jetzt einfach mal ins Wasser. Okay, wir sind wieder an Land, wir haben es geschafft, wir haben das Great Barrier Reef gesehen. Hat extrem Spass gemacht. Und jetzt schauen wir den Nationalpark nach, da sollte man noch ganz viele Tiere sehen. Ich hoffe einfach keine Schlangen und Spinnen. Wir sind ja so gute Planer auf unserem Roadtrip. Jetzt hat das Navi auf einmal gesagt, turn left and take the ferry. Wenn man da kaum durchs Wasser schwimmen kann, weil es höchstwahrscheinlich Krokodil drin hat, hören wir jetzt auf Google Maps und nehmen die Ferry. So, das war unser kleiner Ausflug zum Cape Tribulation und vor allem zum Great Barrier Reef. Scheiße, das sind so ein Nachteile vom Dschungel. Das ist einfach mal mitten auf der Strasse ein Baum.